So, Test 1 mal. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie es hier so läuft mit Camtasia, etc. etc. So, Daisy, zack, zack. Achso, dann macht das leider nicht in. Gehen. Das ist auch doof. Das ist natürlich blöd. Ach da. So, läuft, läuft, wunderbar, ganz schön, so, ganz schick, genau. Immer gerade so halt. Let's Play wird das jetzt, wird's nicht. Oh, ein Pünktchen. Ja, Let's Play wird es nicht unbedingt. Mir muss gerade. Ist das Bier auch schon wieder leer? Oh, Anno. Ist gerade so ein bisschen langweilig, wir runter am Zappen, da ein bisschen rumexperimentieren mit meinem Programm hier. Das ist jetzt Camtasia Studio. Und, boah, Spiel hat DayZ, die aktuellste Alpha-Version. Hier auf germandayz.de. Und bin gerade dabei, zu unserem wundervollen Projekt namens Tichina zu latschen. Tichina ist ein Community-Dorf, wo ja, wir riesen Zelte aufgebaut haben, also für die Allgemeinheit, dass jeder vorbeikommt, sich aufrüsten kann, essen, fasten kann, so ziemlich alles bekommen kann, was er möchte, wie er will. Es wird schon natürlich häufig, ja, seit 2 Jahren existiert das hier in Tichina. Ihr müsst mal bei YouTube noch germandaisy.de, aka germandaisy.de schauen. Tichina 2 Jahre alt, da hat es jetzt letztens auch ein ganz großes Video drüber gegeben. Was ist das große Video? Naja, Community-Video. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade in der. Aua, Krampf, Krampf, nicht Krampf, nicht Krampf, nicht gut. Auf jeden Fall in der Richtung. Nach China. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeisterter DayZ-Spieler. DayZ ist kein Counter-Strike und ist auch kein Call of Duty. Ja, aber es gibt so viele Idioten, die meinen, das ist es halt. Also Kill of Sight-Zocker, also KOS. Was passiert dauernd hier? Weil viele Leute vergessen, dass es eigentlich mehr oder weniger ein Survival-Game ist. Eines der besten Survival-Games. Also ein Genre, wie es genauso gut packen wie Stalker, Shadow of Chernobyl, etc. etc. Ich meine, ich finde die Games geil. Stalker, ich war ein absoluter Fan, ich bin absoluter Fan davon. Hängt auch damit zusammen, 1980 bin ich geboren und ja, Chernobyl, ne? Ich glaube, da könnt ihr schon ziemlich alles zusammenreihen. Ich bin ein Kind Chernobyls. Soll bedeuten, ich habe das 1986 natürlich beziehungsweise mitgekriegt in der Hinsicht. Mein Vater hat mich aus dem Sandkasten rausgerissen, kannst jetzt drin spielen, bla bla, und hasse ich gesehen. Er hat was relativ tief ausgebuddelt und oh, da steht ein LKW. Ja, also das ist jetzt Tichina. Also das Community-Dorf, wo für alle was zu tüdeln ist, zu holen ist, ja, tüdeln. Man hört schon, ich bin aus Friese. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich auf Leute stoße. Kann sein, kann auch nicht sein. Beziehungsweise auf der, ja, Tichina, also, ich finde das immer so ein bisschen blöd erklärt. Tichina Crew klingt blöde. Wir sind aber eine Gemeinschaft. Eine große Gemeinschaft von mehreren Spielern. Und, ja, das ist halt Tichina in jedem dieser Zelte. Ist halt, ne, das Material, was sie also braucht. Sanitätszelt, hier sind die Ankleidezelte. Stopp. Da drin, hier sind unsere Sanitätszelte. Ja, steht hier häufig stehen hier Fahrzeuge, die irgendwer vorbeibringt. Mittlerweile ist die Community so groß geworden und hilft ja auch tatkräftig mit. Wie gesagt, es gibt leider auch Arschlöcher. Oh, da ist jemand Baum gefällt. Arschlöcher, die hier erstmal wieder das alles hier platt machen. Ist halt so. Es gibt leider eben die Menschen, die Welt brennen sehen wollen. Oh ja, da hat jemand gerade Feuer gemacht. Aber das ist nicht lange her. Ja, boah, ist halt so, ne?
So, ich brauche auf jeden Fall was zu futtern. Futtern, 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 futtern. Lecker, hier ist es zu fressen. Denn ich habe großen Hunger. Ganz großen Hunger. Jo. Ja, wie dem auch sei, was ich auch, was ich hole mal kurz ein Bierchen. Denn der Typ da am Essen. Du sollst es essen, du sollst dich hier rumtüten, du sollst das Ding essen. Eat all. Dankeschön. Weil letztendlich Daisy ist ein Spiel, der eine hasst es, der andere liebt es. Also ich finde das Spiel äußerst interessant. Es ist für mich eine, ich würde mal sagen, eine ein soziologisches Experiment. Was sehr interessant ist, wie sich hier Mensch verhält. Ich meine, ich habe jetzt ein paar interessante Begegnungen gehabt. Ich muss sagen, da ich ja sehr viel auf den oder seit anderthalb Jahren auf dem German Daisy Server am Zocken bin, habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es sind die wenig aggressive Menschen, aber gut, es kommt natürlich auch an, wie du im Wald hinein ruhst und schaltest auch hinaus. Also ich habe eher sehr häufig freundliche Begegnungen gehabt, anstatt dass ich aggressive Begegnungen gehabt habe. Hallo, hallo, ich bin freundlich, I'm friendly und bla bla bla. Also die sind gleich eins auf die Fresse geballert. Klar, es gibt die einen oder anderen. Na, ich hätte das jetzt wieder mal gegessen, wenn es geht. Hallo. Wieso kann ich das nicht essen, wenn ich das essen will? Verdammte Scheiße. Mit einem Schuss kann ich auch nicht. Na gut, haben wir ein paar Bugs hier, aber das ist normal. Ja gut, tja, das ist halt ein tolles, interessantes Experiment, also ein soziologisches Experiment. Wobei es auch interessant ist, vor, ist glaube ich jetzt knapp, genau, vor knapp zwei Wochen ist das her. Ihr könnt es, denke ich mal, erkennen, oben rechts in der Ecke. Ich habe, mein Steam-Account oder beim Desi, also beim Spielen generell habe ich so eingestellt, dass jeder weltweit zuschauen kann. Was ich gerade so ausweise, was ich mache. Und was ich sehr interessant fand, genau vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, hatte ich da, ja leider muss ich es eben drauf dazu sagen, ein, ja, ich denke mal, entweder war es ein Südeuropäer, also Islamist angehaucht, keine Ahnung was, auf jeden Fall sein Name. Dann kann ich mich, sein Name an sich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber sein Name klang oder wurde irgendwie jedenfalls so über seine Richtung geschrieben. Klang auf jeden Fall sehr islamistisch, scheiße, mal so. Obacht, die Christen sind schlimmer. Auf jeden Fall, er mit seinen Zuschauern auf einmal, German Pig. Alles klar, gut, dann ist das halt eben so. So, und was ich interessant finde, in den letzten Jahren meiner Internetaktivität, verdammte Scheiße, ich glaube das mit dem, ja, Bild im Bild, Fenstermacher noch nicht, auf jeden Fall in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren meine Internetaktivität, wobei ich habe natürlich länger Internetkontakt, also mein Internetkontakt fing damals 1997 an und damals war es noch nicht so penetrant, so schlimm wie jetzt oder wie heutzutage. Auf jeden Fall, in den letzten 10 Jahren ist mir häufig auch gerade durch Chat gehört, verdammtes Huhn hier in ich mach dich sowas von platt, du. Ist auf jeden Fall sowas von extrem geworden, dass sobald du gerade, wenn du unter Briten oder Amerikanern auftauchst, entweder machen sie so, jo, halt Hitler, oder sie, hier, Dingsbumsgruß, den Hitlergruß, wo ich teilweise echt die Krise des Lebens bekomme. Sobald du, sobald irgendwelche gerade amerikanische US-Bürger mitkriegen, dass du ein Deutscher bist, ne, kommst du sofort mit einer Nazi-Kohle raus. Genauso gut auch, dass wie die Briten drauf reagieren. Eine der jüngst interessantesten Erfahrungen hatte ich 2001 war das. Das war noch damals ein Yahoo-Chat, das war von Netscape, keine Ahnung, das kam von Netscape. Auf jeden Fall, egal, Yahoo, das gab, das war da der erste Webcam-Chat. Ich hab noch meine uralte, ich hab noch so eine alte Webkamera. Die wird übrigens eine, naja, auf jeden Fall wird über einen Parallelport, Printerport angeschlossen. Wie dem auch sei, da hab ich auch einen chinesischen Deutschlehrer. Ja, das ist natürlich ein ganz toller Bug hier. Yeah. Chinesischen Deutschlehrer gestoßen. Chinesischen, ja, ja, Chemie. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin in den letzten Jahren auf sehr viele interessante Menschen gestoßen. Mein letzter Kontakt, interessanter Kontakt, war mit einem Afghanen. Den habe ich durch Chatroulette kennengelernt. Und ja,
mit Facebook, also mittlerweile habe ich kein Facebook. Das habe ich vor 2 Jahren habe ich Facebook aufgegeben, weil mir ist zu blöd, wo die Leute sind zu dem und fuck auf Fackebuch. Mit dem hatte ich regulären Kontakt, bis der Kontakt immer spärlicher wurde, bis der Kontakt komplett zusammengebrochen ist. Ich schätze mal, der ist wahrscheinlich von den verfickten Amerikanern erschossen worden! So, auf jeden Fall ein Afghaner, netter Mensch. Ja, wie sonst? Das war auch wieder so ein Wochenende, wo ich wieder in Tschechien unterwegs war, aggressiv, angetrunken, hab mich über die Amerikaner ausgelassen und hab immer, also immer so, fuck Americans, blablabla. Ja, und jemand ist ja wahrscheinlich in meine Kamerasession reingeraten. Hat sich das irgendwie angehört, ja, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, und dann am nächsten Tag im klaren Verstand, mir ist nochmal durchgegangen, weil ich weiß ganz genau, was ich, auch wenn ich betrunken bin, ich weiß noch relativ gut, was ich im Vortag gemacht habe. Ja, und er hatte mich, oder wir hatten es auch schon, die Kontaktdaten per Facebook ausgetauscht, ja, und dann hat er mir ein paar richtig geniale Bilder geschickt. Ja, sorry, ich werde jetzt so schnell jetzt nicht wiederfinden. Ja, auf jeden Fall war auch ein Kontakt, der sehr, sehr lange, also der mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Tja, als Deutscher hast du es einfach nicht leicht oder hast einen sehr interessanten Auftritt. So, ich würde mal sagen, dann mache ich jetzt erstmal hier Schicht im Schacht und Ende in dem Gelände. Closing the door after the Arsch und ich würde sagen, das war's dann so. Ne? Und hallo Tür und tschüss Koski. Mehr oder weniger. Exit, aus, vorbei.